auf geht's nach Byron. Wir haben ein kleines Problem. Was ist das Problem? Toilette. Marius hat einmal drüber nachgedacht, dass er auf Toilette muss und dann ist vorbei. Dann muss es passieren und ein Baby weint. Wir sind jetzt in der Farm angekommen und hier sammeln sie Geld für die Feuerwehr. Hey mate, how are you? Yeah, righto. No worries, mate. See ya. Also ich folge dieser Farm schon seit längerer Zeit auf Instagram und die machen richtig coole Posts. Ja, und die machen richtig coole Sachen. Die haben hier voll die coolen, voll die süßen Schweine und Hühner und ich glaube auch Kühe. Und alles ist artgerecht, wird artgerecht gehalten. Und die haben ja auch einen Kaffee drauf und dort wird die Ernte von der Farm und auch so das Fleisch und sowas, das geschlachtet wird. Und das ist voll schön. Also wie ihr sehen konntet, war es mega voll, richtig voll. Also wenn ich irgendwelche Posts bei Instagram gesehen habe, dann waren keine Tische besetzt, so eins oder zwei vielleicht, und da sind Hühner auf diese Terrasse rumgelaufen. Also es ist jetzt schon ganz anders, als ich erwartet hätte, wobei man dazu sagen muss, dass das jetzt Sonntag ist und langes Wochenende, also und echt schönes Wetter eigentlich, dafür war das Regen vorher gesagt war. Also liegt es vielleicht auch daran, aber ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin. Also ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das heißt, jetzt, also immer noch stehen die für die Sachen, an der ich glaube, so biologischem Anbau, artgerechte Haltung und so weiter. Aber naja, also es ist halt wie irgendwie alles in Byron, total überlaufen. Und deswegen bin ich echt nicht so ein Byron-Fan, muss ich zugeben. Zurück nach Yamba. Aber eins muss ich noch sagen. Und zwar, ich habe ja, wie ihr gerade gesehen habt, war es richtig busy. Gerade an der Kaffeestelle, wo Kaffee gemacht wurde. Die hatten sogar zwei Kaffeemaschinen da stehen. Und darauf hätte ich übelst Bock, da zu arbeiten. Das macht so Spaß, so 100 Kaffee nacheinander rauszupumpen. Absolutes Chaos. Also das wäre wiederum schon was Geiles, da jetzt zu arbeiten. Aber ja, so als Gast ist es nicht so meins. So, Marius hat eine bisschen andere Meinung. Über die Farm. Ja, ich finde es eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Gerade dafür die Stehen, was ich gerade schon gesagt hatte. Aber auch, dass er ein Teil abgetrennt ist, halt Essensteil für Eltern. Und man hat direkt gegenüber einen Kinderspielplatz, wo die Kinder halt spielen können. Zeig ich und mal. Einfach hin und her laufen können. Zeig das. Sodass man sich wirklich nicht stressen muss. Und man ist hier umzingelt von absoluter Natur und alles ja, ist, hier laufen Tiere rum und so. Also meiner Meinung nach Daumen hoch. Daumen hoch! So, wir machen jetzt die 1 Kilometer Farm Walk. Ja, ein... Oh, ich sehe die Schweine! Schweinebabys! Hier gibt es Bienen, das ist ein Bienenparadies. Aufgepasst, es gibt
revidiere mein vorheriges Fazit und mein neues Fazit ist, dass der Cesseron, also dieses Café-Teil, mir nicht so gut gefällt, aber die Farmpart schon echt cool ist und es ist echt richtig cool, dass die ganzen Kinder so sich das alles angucken können und man kann halt, wie gesagt, durch dieses, also wie ihr gesehen habt, durch diese Sonnenblumenfelder gehen, das ist ja eher so ein Sonnenblumenwald, was echt schon schön ist und ja, also der Part gefällt mir richtig gut, aber ich hatte mir das Café schon so ein bisschen anders vorgestellt, aber ich glaube, wenn man vielleicht nicht gerade an einem Sonntag im langen Wochenende kommt, sondern vielleicht unter der Woche, ist das nochmal was anderes. Und nun verlassen wir diese schöne Farm. Eingepackt haben wir ein Croissant und ein Krippel. Nee, wie heißt das? Berliner. Wobei, ich glaube, in Frankfurt nennen wir das Krippel. Aber ich glaube, meine Mädels in Köln haben mich deshalb auch schon immer ausgedacht. Und ein Tee. Ein Energizing-Tee. Wurde auch eingepackt. Das ist Byron hier. Take a pineapple. Shake your pineapple. I'm shaking. So, wir sind angekommen im Campingplatz und haben echt einen guten Platz ergattert. Direkt hier, also so, wenn man sich den Zaun wegdenkt, zumindest. Wir sind jetzt hier angekommen und liegen eine Runde im Van, also ich mit Jax, wird gerade gefüttert und ja, Mario ist auf Toilette gegangen und gleich werden wir runtergehen zum Strand spazieren. So, wir haben jetzt zur Feier des Urlaubs noch kurz ein Bierchen aufgemacht und jetzt werden wir noch ein bisschen aufräumen und dann packen wir Jax ein, wenn er jetzt noch ein bisschen geschlafen hat und gehen am Strand spazieren und gehen dann kurz in die Stadt. Wenn meine Mama eine Kleinigkeit mitbringen, weil sie auf unseren lieben Meroki Meroki aufgepasst hat. Deshalb, weil Jax jetzt die ganze Zeit geschlafen hat und höchstwahrscheinlich jetzt wach wird, wo ich was tun möchte. Jetzt gibt's leckeres Essen. Fertig und wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Wir werden jetzt noch, wie gesagt, bis zu Ende essen und dann morgen früh mit Marius noch eine Runde schlafen, surfen und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Hoffe, euch hat der Tag gefallen oder der Einblick in unseren letzten zwei Tagen eher gesagt. Wenn das der Fall ist, dann gebt uns auch einen Daumen hoch und vergesst nicht zu subscriben und bis bald!
Pizza schießen? Hallo. Hast du Hallo gesagt? Voll romantisch hier bei den Dohlens. Romantisch. Bei den Dohlens Down Under. Die Dohlen Down Under. Hat sie mich ja gestern schon verabschiedet, oder wir hatten uns ja gestern schon verabschiedet, aber es sieht hier an dem Leuchtturm, wo wir heute Morgen hingefahren sind, wirklich sehr, sehr schön aus. Und deswegen dachte ich, zeige ich das auch einmal kurz. Man muss nämlich $8 bezahlen zum Parken hier. Byron.